Am Wochenende könnte es zu schweren Unwettern mit Starkregen und massiven Überschwemmungen kommen. Betroffen sollen das Alpenvorland in Oberbayern und Schwaben sowie Teile Sachsens, Thüringens und Sachsen-Anhalt sein. Verantwortlich dafür sei laut Wetterexperte Martin Puchegger ein Wettertief. Dieses ziehe aus dem Mittelmeerraum über die Alpen in Richtung Polen und hat dabei feuchtigkeitsgeladene Luft im Gepäck. Ein Hochdruckgebiet über Osteuropa blockiert derzeit allerdings den Weg, weshalb das Tief über Deutschland feststeckt. Daher werden von Freitag bis Sonntag bis zu 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Es besteht Hochwassergefahr. Auch am Mittwoch und Donnerstag kann es bereits zu Regenschauern kommen, die Sonne zeigt sich aber auch immer wieder.